Ja, willkommen zur letzten Runde. Jetzt haben wir es auch geschafft, dass es diese PowerPoint-Präsentation gibt. Sie stammt von Michael Hampe. Ich freue mich, dass er hier ist. Und er wird den letzten Vortrag halten. Er ist Professor für Philosophie an der ETH Zürich. Nach Professuren in Kassel und Bamberg ist er also seit 2003 hier an der ETH. Seine Forschungsschwerpunkte sind ganz vielfältig. Wissenschaftstheorie, kritische Theorie und Metaphysik, aber auch Wissenschaft und Öffentlichkeit. In seinen Publikationen ist spürbar, dass da auch eine größere oder eine nicht nur philosophische, im engeren Sinn akademisch-philosophische Leserschaft anvisiert wird, wie zum Beispiel in Tukuska oder Das Ende der Natur, ein naturphilosophisches Buch, München, Hansa 2011, oder doch eher wieder akademisch Die Lehren der Philosophie, eine Kritik aus dem Jahr 2014. Und nun hören wir einen Vortrag mit dem ganz kurzen, lakonischen Titel Experimente als Selbstkritik. Schön, dass Sie hier sind. Ja, so. Vielen Dank. Ich muss mich erstmal entschuldigen, dass ich heute im ersten Teil der Veranstaltung nicht da sein konnte, wegen Vorsteherpflichten und Lehre. Kann ich nur den zweiten Teil mitmachen. Ich hoffe, ich sage jetzt nichts, was schon vorher erzählt worden ist. Dann winken Sie und dann mache ich einfach schneller. Der Hintergrund meiner Beschäftigung mit dem Experiment ist weniger ein wissenschaftsphilosophischer, obwohl er auch vorkommen wird, als einer, der etwas mit der Philosophie des Pragmatismus zu tun hat, einer spezifischen philosophischen Richtung, die in Amerika entstanden ist und die sich vor allen Dingen darum gekümmert hat, die Relevanz von wissenschaftlichen und philosophischen Aussagen für die Lebenserfahrung zu untersuchen und sogar die Möglichkeit des Bezugs auf die Lebenserfahrung als ein Qualitätskriterium für wissenschaftliche und philosophische Untersuchungen genommen hat. Ist das Mikrofon an? Das ist, glaube ich, schon grün. Ja. Wo ich auf diese Fragestellung des Pragmatismus komme, möchte ich Ihnen aber doch einige Überlegungen aus der Wissenschaftsphilosophie präsentieren. Das sind auch wieder Überlegungen, die aus einer speziellen Richtung der Wissenschaftsphilosophie kommen, nämlich aus der historisch informierten Wissenschaftsphilosophie. Das klingt jetzt so, als gäbe es eine historisch uninformierte Wissenschaftsphilosophie. Das bedeutet aber lediglich, dass diese Ergebnisse aus einer Wissenschaftsphilosophie stammen, die die Frage ablehnt, was das Wesen des Experimentes ist. Also Wesensfragen zu stellen, ist ja etwas, was aus der aristotelischen Metaphysik kommt und was in der Wissenschaftsphilosophie fortgesetzt worden ist, dass die Wissenschaftsphilosophie sich gefragt hat, was ist das Wesen von Wissenschaft, was ist das Wesen von Theorie und was ist das Wesen von Experiment. Und immer wenn die entsprechenden Philosophen etwas ausbekommen haben, haben ganz viele Wissenschaftler aufgeschrien und gesagt, ja, so ist es aber nicht, das gilt jetzt nur, und meistens galt es immer nur für die Physik oder die Mathematik und nicht für die Chemie und die Biologie, weil die entsprechenden Wissenschaftsphilosophen besonders in diese exakten Disziplinen verliebt waren am Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts. Und durch Leute wie Thomas Kuhn und Paul Feyerabend hat sich die Wissenschaftsphilosophie dann letzten Drittel des 20. Jahrhunderts wesentlich verändert. Und die meisten Wissenschaftsphilosophen heute versuchen, sehr auf die Einzelwissenschaften einzuzoomen und herauszufinden, was für Erkenntnisstrategien in der Physik, in der Mathematik, in der Chemie, in der Biologie eigentlich verfolgt werden, und betrachten den Theoriebegriff und den Experimentbegriff eigentlich als etwas relativ Oberflächliches, das nicht richtig verständlich macht, welchen Erkenntnisstrategien in den Einzelwissenschaften eigentlich gefolgt wird. Und diese detaillierten Studien zu Einzelwissenschaften wieder etwas in den Hintergrund drängt, gibt es eine Kategorisierung des Wissenschaftshistorikers und Wissenschaftsphilosophen Friedrich Steinle, der an der Technischen Universität Berlin arbeitet, die ich Ihnen hier etwas variierend präsentiere, der zwischen verschiedenen Formen des Experimentierens unterscheidet, die vielleicht auch unterschiedliche
Stadien der Wissenschaftsentwicklung betreffen und für verschiedene Disziplinen auch unterschiedlich relevant sind. Steine selbst ist berühmt geworden durch seine historischen Studien zur Entwicklung des Elektromagnetismus und seine Arbeit zu Oersted und Ampere haben es nötig gemacht, die Kategorie des explorativen Experimentes zu bilden als eine wissenschaftsphilosophische Kategorie. Wenn Oersted mit elektrischen und magnetischen Systemen experimentiert hat und dann einfach geguckt hat, was passiert, wenn man einen Magneten in die Nähe eines elektrischen Kreises bringt und wenn man umgekehrt eine Magnetnadel in der Nähe von elektrisch aufgeladenen Systemen beobachtet hat, dann war das etwas, was erstmal ohne eine Arbeitshypothese passierte, wo keine Gesetzesannahme vorhanden war, sondern man guckte erstmal, was da überhaupt passiert und sah, da gibt es Zusammenhänge zwischen den elektrischen und den magnetischen Kräften, die man seit der Antike kannte, die aber eher was Kurioses gewesen sind, also eher eine Jahrmarktsveranstaltung darstellten, aber nicht ein wesentlicher Bestandteil der Untersuchung physikalischer Kräfte waren. Und am Anfang eben der Entwicklung einer Theorie des Elektromagnetismus stehen Experimente, die ohne Hypothese stattfinden und die eben Steine explorative Experimente genannt hat. Ich könnte Ihnen jetzt auch Beispiele aus der Biologie nennen, wo man verschiedene Stoffe auf Lebewesen loslässt, um überhaupt zu gucken, ob die irgendeinen Einfluss auf ein physiologisches System haben, dieser Lebewesen, ohne eine Arbeitshypothese zu besitzen. Also am Anfang einer wissenschaftlichen Disziplin, aber auch am Anfang der Entwicklung einer wissenschaftlichen Theorie stehen nicht einfach Gedanken, Hypothesen, Theoreme, die man dann testet, sondern es steht auch so etwas wie ein Herumtasten in einem empirischen Feld. Und das kann man auch als ein Experimentieren bezeichnen, aber es ist dann eben ein spezielles Experimentieren, eben ein Explorieren. Und das muss man unterscheiden von einem Experimentieren, das bereits unter einer Arbeitshypothese besteht, stattfindet. Das ist vielleicht die Art von Experiment, die Sie immer im Kopf haben, wenn Sie von wissenschaftlichen Experimenten hören. Das validierende Experiment, von Verifikation sprechen die Wissenschaftsphilosophen nicht mehr so gerne. Warum, können wir jetzt vielleicht erstmal außen vor lassen. Also das validierende Experiment findet statt, um zu gucken, ob eine Hypothese bestätigt werden kann. Die Äther-Hypothese, die produziert werden musste, weil man elektromagnetische Wellen eben in dieser Metapher der Wellen beschrieb, und Wellen ein Medium zur Ausbreitung brauchen und man eben dieses Medium in Form des Ätherwindes experimentell messen wollte, war eine wissenschaftstheoretisch interessante Hypothese, weil sie eben auf einer Metapher beruht, der Übertragung. Also einerseits gibt es natürlich die Mathematik, die Sie haben, um die Ausbreitung von Wellen, von Wasserwellen oder von Luftwellen zu beschreiben, und die ist anwendbar im Bereich des Elektromagnetismus. Und andererseits gibt es eben den metaphorischen Anteil, der mit dieser Mathematik wenig zu tun hat, nämlich dass es ein Medium geben muss, in dem sich die Welle ausbreitet. Das hat vor allem die Wissenschaftsphilosophin Mary Haskell genauer untersucht, wie sich mathematische und metaphorische Anteile auch in physikalischen Theorien zueinander verhalten. Die ganze Elektromagnetismus ist metaphorisch ziemlich aufgeladen, also auch die Redeweise von Strom ist ja eine metaphorische, obwohl wir heute weniger an den Jeppa und die Moskwa denken, wenn wir vom Strom reden, sondern eher an das, was hier durch diese Kabel flitzt. Ist es ursprünglich eben die Bewegung einer Flüssigkeit gewesen, die Bedeutung von Strom, die angewendet wurde, dann auf dieses Phänomen der elektrischen Kräfte. Und dieses Michelson-Morley-Experiment ist eben der Test einer
einer Hypothese, die durch die Übertragung der Fluiddynamik in den Bereich der Elektrizitätslehre entstanden ist. Und dieses Experiment wird im Nachhinein interpretiert, jedenfalls durch die Deutung, die Einstein ihm dann gegeben hat, als eine Falsifikation dieser Hypothese. Und das ist das, was in der Wissenschaftstheorie als der Standard eines validierenden Experimentes durch Popper charakterisiert worden ist, der ja bekanntlich der Meinung gewesen ist, dass die entscheidenden Experimente in der Wissenschaft falsifizierenden sind und nicht die bestätigenden. Viel häufiger als solche validierenden oder falsifizierenden Experimente sind theatralische oder pädagogische Aufführungen von Theorien oder Hypothesen. Die Bezeichnung theatralisch oder pädagogisch soll nicht irgendwie eine Abwertung dieses Experimenttyps kennzeichnen. Wenn ein Theaterautor ein Stück schreibt und dieses Stück aufgeführt werden soll und es gelingt keinem Regisseur, das Stück aufzuführen, aus welchen Gründen auch immer, dann spricht das nicht für das Theaterstück. Die Leute in Weimar sagten zu Goethe, als er den Faust II geschrieben hatte, und da kommen ja irgendwie am Anfang Elefanten vor geht alles noch viel, viel schlimmer zu, was die Zauberei angeht, als in Faust I, dass man dieses Stück doch nicht aufführen könnte. Und dann sagte Goethe in seiner Hochmäßigkeit, das ist ja nicht mein Problem, so schlimmer fürs Theater und irgendwann wird man es schon aufführen können. Das kann man natürlich als Theoretiker auch immer sagen. Es gibt kein, wenn man noch kein Experiment findet, das die eigene Theorie irgendwie sichtbar und plausibel macht, dann müssen halt die Experimentatoren oder die Ingenieure die entsprechende Apparate bereitzustellen haben, noch ein bisschen mehr arbeiten. Aber im Prinzip ist die Aufführung von etwas auch so etwas wie ein Test der Qualität dessen, was man da aufführt. Und ein berühmtes theatralisches Experiment ist das, das die Annahme eines Vakuums betrifft, die berühmten Magdeburger Halbkugeln, die zusammengefügt wurden und in denen ein Vakuum erzeugt wurde, die von Pferden wieder auseinandergerissen werden sollten. Das war kein Experiment, das etwas testete, sondern das war im Grunde vorher schon klar gewesen durch andere, weniger spektakuläre Experimente, dass es so etwas wie ein Vakuum geben kann. Eine zu der damaligen Zeit eine steile Hypothese, aber in diesem Fall war es eben ein öffentliches, auf dem Marktplatz stattfindendes Experiment, was eine Hypothese öffentlich oder eine These öffentlich sichtbar machte, aufführte. Der berühmteste Experimentator, vor allen Dingen in der Elektrizitätslehre, der solche theatralischen und pädagogisch besonders wirksamen Experimente ausführte, war Lichtenberg in Göttingen gewesen, der in einem Jahr, ich weiß nicht, ob das wirklich stimmt, dass 1790 war, 600 Experimente im Hörsaal vorgeführt, 600 verschiedene Experimente im Hörsaal vorgeführt haben soll. Ich weiß nicht, wie er das hinbekommen hat, aber er ist als großer Pädagoge, der besonders wirksame öffentliche Experimente durchführen konnte, berühmt geworden. Und das ist ja auch ein Job von uns allen als Hochschullehrer, gute pädagogische Experimente durchzuführen, um das, was im Lehrbuch steht, tatsächlich anschaulich zu plausibilisieren. Von diesen drei Typen des Experimentes kann man noch einen vierten Typ unterscheiden, der so ähnlich ist wie das explorative Experiment. Ich führe das hier deshalb an, weil es dann für die Betrachtung zum Pragmatismus eine gewisse Rolle spielt, nämlich das systematisierende Experiment, das Zusammenhänge zwischen unterschiedlichen theoretischen Bereichen herstellt. Ich habe mal ganz kurz in den 80er Jahren auch in der Biologie experimentiert und selbst ein systematisierendes Experiment gemacht. Da ging es um die
Anzahl von Synapsen im Hypothalamus von Mäusen, um die Stressanfälligkeit dieser Tiere und die Fähigkeit, etwas zu lernen, systematisiert werden sollten in dem Zusammenhang Genetik, Neurologie und Lernverhalten. Man wusste, wie die Anzahl von Synapsen im Hypothalamus genetisch determiniert ist zu der Zeit. Man ging davon aus, der Hypothalamus hat etwas mit Emotionen zu tun. Und es gab die Hypothese, dass die Art und Weise, wie ein Lebewesen emotional auf seine Umwelt reagiert, Folgen für das Lernverhalten hat. Das war zu einer Zeit, als man noch so von einem neurogenetischen Determinismus ausging. Da gab es Mäuse mit wenigen Synapsen im Hypothalamus, mit mittelvielen und mit ganz vielen. Und die mit mittelvielen Synapsen haben am besten gelernt. Die mit wenig Synapsen haben auf Bestrafung ziemlich unproblematisch reagiert. Die Bestrafung machte denen nicht viel aus. Während die mit vielen Synapsen im Hypothalamus also quasi die Panik kriegten und gar nichts mehr machten, Freezing Behavior zeigten und deshalb auch nicht lernten. Und die Leute, die das Labor und den Versuch erfunden haben, glaubten, dass sie Lerntheorie, Neurologie und Genetik zusammenführen können mit dieser Art von Experimenten, quasi psychobiologische Systematisierung treiben können. Ich nehme an, Ihnen fallen aus Ihren eigenen Disziplinen Experimente zu diesen vier Klassen ein. Ich glaube, es gibt diese vier Klassen vermutlich in allen Disziplinen, auf jeden Fall die pädagogischen Experimente und die validierenden Experimente gibt es sicher in allen Disziplinen und stellen sich vielleicht in der jeweiligen Disziplin etwas anders dar, aber ich denke, das hat einen gewissen Allgemeinheitsgrad, diese Kategorisierung. Der amerikanische Philosoph John Dewey hat ein Buch Logic, Theory of Inquiry geschrieben, in der er sich auch mit Experimenten beschäftigt und eine eigene Theorie von Experimenten entwickelt, die ziemlich nah an dem ist, was in der heutigen Wissenschaftsphilosophie als systematisierende Experimente beschrieben wird. Er glaubt nämlich, dass das Experiment dazu dient, eine problematische oder undurchsichtige Situation zu klären und durchsichtig zu machen. Das heißt, wenn ein Experiment gelingt, dann hat man dadurch eine geklärte Situation hergestellt, die vorher undurchsichtig war und dass dabei auch die Daten geschaffen werden, die es erlauben, bestimmte Aussagen, die man theoretisch abgeleitet hat, zu rechtfertigen. Also das Experiment ist quasi auch so etwas wie eine Reinigungsveranstaltung, dass die Lebenserfahrung, die für Dewey besonders wichtig ist, quasi unrein ist und nicht richtige Daten liefert, um Theorien, die man für plausibel hält, tatsächlich testen zu können und dass die Abschirmung, die man vornimmt, die Reinigungsprozesse vielleicht auch von Stoffen, dass das alles dazu dient, tatsächlich an die Daten zu kommen, die man für die eigene Theorie für relevant hält. Das Interessante in diesem Zusammenhang ist meines Erachtens, dass er die Begriffe, die in einer Theorie verwendet werden, dabei als Anleitungsinstrumente, als Verfahrensmittel betrachtet, um die experimentellen Operationen zu lenken. Also es ist quasi ein ganz dichter Zusammenhang zwischen Experiment und Begriffsbildung. Ein guter empirischer Wissenschaftler in Deweys Sicht bildet gewissermaßen seine Begriffe schon so, dass er dabei an das Experiment, das er eventuell ausführen wird, denkt. Und das Experimentieren führt dann dazu, dass eine Situation, die vorher eben unklar war, die irgendwie noch zu Ungewissheiten geführt hat, in eine andere Situation überführt wird, in der alles das, was von der Perspektive der Theorie aus als irrelevant, verschmutzend, verunklarend gilt, beiseite gelegt worden ist. Also die Theorie ist quasi eine idealisierende Beschreibung, vielleicht mit explanatorischem Anspruch, nicht immer in der Physik, wahrscheinlich immer mit explanatorischem Anspruch, in der Chemie und Biologie manchmal auch mit deskriptiven Ansprüchen. Die explanatorischen und deskriptiven Ansprüche können aber empirisch nicht
wenn man einfach in die Welt guckt, in der Regel belegt werden. Deshalb denkt man sich eine Empirie, eine gereinigte Empirie aus, die man dann im Labor etabliert und die so etabliert wird, dass sie zu den Begriffen der Theorie passt. Das kann man natürlich auch als eine Aufführung der Theorie interpretieren, also sowohl als eine theatralische Sicht des Experimentes wie auch als eine systematisierende. Um das zu verstehen, was Dewey hier denkt, muss man die Bestandteile eines Experimentes von vornherein als etwas, was mit Bedeutung versehen ist, betrachten. Also Dewey würde nicht einfach sagen, dass das Experiment eine Frage oder ein Dialog mit der Natur ist, sondern dass die Geräte, die in einem Experiment miteinander verkoppelt werden, aber auch die Materialien, die benutzt werden, in dem Experiment als Bedeutungsträger vorkommen. Als Bedeutungsträger, die die Bedeutung, die in der entsprechenden Theorie vorgesehen werden, materiell instanziert werden. Das gilt natürlich besonders für Messinstrumente, also Voltmeter, Ampermeter und so weiter, sind materielle Strukturen, die einen bestimmten Begriff verkörpern, aber nicht durch Tinte auf dem Papier oder durch Druckerschwärze auf der Buchseite, sondern eben durch ein Instrument, das ablesbar ist, das eine Skala hat. Die Materialien, die vorkommen, werden auch nicht als aufgesammelte Materialien, sondern oft als gereinigte, isolierte Materialien und in diesem Sinne als Repräsentanten von Allgemeinheiten, von Klassifikationen, beispielsweise von Elementarteilchen oder von chemischen Elementen oder von Repräsentanten der Art, Drosophila melanogaster oder die Maus oder so etwas, ins Experiment gebracht und sind als solche auch nicht Hans oder Fritz oder dieses Stück Erde aus dem Garten, sondern eben Bedeutungsträger. Wenn ein Experiment, also Bedeutungsträger miteinander verkoppelt in Form von Messgeräten und Materialien, dann ist es nicht einfach nur eine Veranstaltung, bei der empirische Daten erhoben werden, sondern bei der semantische Verknüpfungen gestiftet werden. Also werden quasi auch Begriffe aufeinander losgelassen in einem Experiment. Insofern kann man sagen, dass ein Experiment ein Denken mit Geräten ist. Wer experimentiert, macht tatsächlich etwas, was gar nicht so unähnlich ist wie einen Text schreiben oder rechnen. Also wir haben aber die Neigung zu sagen, da gibt es einen scharfen Graben. Das eine sind die theoretischen Physiker, die rechnen, das sind die theoretischen Chemiker, die rechnen. Und das andere sind die experimentellen Leute, die haben mit Geräten zu tun. Und die einen denken und die anderen beobachten. Vor dem Dewey'schen Hintergrund ist das nicht berechtigt, das so zu sehen, sondern auch das Experiment ist eine Form des Denkens, bei dem sich entweder bestätigt, dass ein bestimmter Bedeutungszusammenhang besteht, oder wenn ich mich in der explorativen Phase befinde, bei der ich einen Bedeutungszusammenhang überhaupt stifte, bei der ich sehe, ja, es gibt einen Zusammenhang zwischen Magnetismus und Elektrizität, oder bei dem ich bestimmte Bedeutungen vorführe, eben im pädagogischen Fall, wo ich die Leute davon überzeuge. Ich behaupte hier nicht einfach nur, dass Strahlung und Mutation miteinander zusammenhängen, sondern ich führe euch vor, wie eine Röntgenstrahlung Mutation erzeugt. Das ist dann eher im Praktikum als in einem Vorlesungsexperiment. Nun gibt es eine spezifische Art von Experiment, nämlich das Experiment, das anders ausgeht, als es geplant worden ist. Auch das passiert manchmal, wenn man einfach nachdenkt, wenn man eine Gleichung auflöst und man kriegt ein anderes Ergebnis, als man erwartet hat, oder wenn man einen Rechner laufen lässt und der soll was ausrechnen und er rechnet anders, ein anderes Ergebnis aus, als man erwartet hat. Also Unerwartetes passiert nicht nur im Experiment, sondern es passiert auch, wenn man außerhalb von Experimentalsystemen nachdenkt. Aber wenn Experimentalsysteme etwas Unerwartetes erzeugen, dann führt das in der Regel eher dazu, dass man das als etwas ansieht, was den semantischen Haushalt in Unordnung bringt. Das liegt natürlich auch daran, aber es hängt auch davon ab, wie aufwendig das Experiment ist. Also wenn Sie so etwas wie CERN haben, dann ist natürlich der
Aufwand sehr, sehr viel größer, als wenn Sie mit einem, auf dem Papier einfach eine Gleichung lösen. Und Sie nehmen, aber das müssen Sie, Herr Esslinger, sagen, dass da ernster genommen wird. Also wir Experimentalergebnisse von so aufwendigen Systemen oder Rechenergebnisse, die man auf dem Papier erzeugt. Aber so ökonomisch kann man sagen, wenn ich da so viel Geld, wenn ich da so viel Aufwand, so viel Ingenieurskraft reingesteckt habe und es kommt nicht das raus, was ich erwartet habe, dann ist das schon was Gravierendes. Also sollte man denken, dass es etwas, was unangenehm ist. Es ist in gewisser Hinsicht richtig, dass das vielleicht unangenehm ist, wenn man Experimente als etwas ansieht, was mit Validierung zu tun hat. Aber das ist ja nur ein Typ von Experimenten, dient der Validierung. De facto, sagt Dewey, hat die Institutionalisierung von Experimenten damit zu tun, dass man auf unerwartete Ausgänge hofft, weil ein Aspekt, und das ist für Dewey der wesentliche Aspekt von Wissenschaft, darin besteht, dass sie ein selbstkritisches System ist. Also Wissenschaft ist nur deshalb in Deweys Augen etwas, was mit Vernunft oder Vernünftigkeit zu tun hat, weil die Kritik nicht nur in agonalen Verhältnissen, dass sich Kollegen gegenseitig kritisieren, damit man, wenn die Kritik erfolgreich ist, selbst als jemand, der etwas herausgebracht hat, dasteht, sondern wenn Wissenschaft so etwas mit Wahrheitssuche zu tun hat, dann hat die Institutionalisierung von Experimenten, die unerwartete Ergebnisse ans Licht bringen, etwas damit zu tun, dass Wissenschaft ihrem Wesen nach selbstkritisch gestrickt ist. In diesem Zusammenhang möchte Dewey nicht nur den Unterschied zwischen Theorie und Experiment relativieren, wenn man auf die Theoriegeladenheit der Experimentalsysteme eingeht und sie selbst eine semantische Veranstaltung ansieht, sondern er möchte auch die Differenz zwischen technischem und experimentellem Agieren relativieren und sagen, dass bestimmte technische Verfahren für die Wissenschaft genauso bedeutsam sein können wie im Labor veranstaltete Experimente. Sein Beispiel im Zusammenhang ist das Trockenlegen von Sümpfen zur Malaria-Bekämpfung. Das dient auf den ersten Blick nicht dazu, irgendwie die Wahrheit zu finden, sondern die Gesundheit zu fördern. Es gibt in seinen Augen aber gar keinen Grund, zwischen Operationen und Techniken des Experimentierens in den Naturwissenschaften und denselben Operationen und Techniken zugunsten praktischer Ziele eine logische Linie zu ziehen. Das sagt er deshalb, weil es zu seiner Zeit in den 20er, 30er Jahren auch in den USA ähnlich wie in Europa noch die Degradierung des technischen Wissens gegenüber dem wissenschaftlichen Wissen oder der sogenannten Grundlagenforschung gegeben hat, gegen die sich sein Buch wendet. Er ist der Meinung, dass und diese Vorstellung kommt ja von Aristoteles, dass Episteme und Technik irgendwie zwei ganz verschiedene Sachen sind. Der eine weiß, wie man ein praktisches Ziel verfolgt und die andere Person strebt nach Wahrheit. Diesen Unterschied will Dewey, deshalb wird er auch als Pragmatist einsortiert, bekämpfen, indem er behauptet, dass Erkenntnisse aus technischen Zusammenhängen genauso bedeutsam sein können wie Erkenntnisse, die nur im Labor erzeugt worden sind. Und deshalb möchte er, dass man keine scharfe Linie zwischen der technischen Empirie und der Empirie des Experimentierens ansieht. Man kann ein technisches Verfahren, wenn man mit einem wissenschaftlichen Auge darauf schaut, auch als ein Experiment, das außerhalb des Labors stattfindet, betrachten. Das Aufheben des Grabens zwischen Experimentieren und technischen Verhalten hat bei Dewey damit zu tun, dass er die praktischen Ziele, die mit technischem Verhalten verfolgt werden, sehr stark auf die Lebenserfahrung bezieht. Es gibt unterschiedliche Bedürfnisse, die wir, wenn wir unsere Lebenserfahrung strukturieren, zu befriedigen versuchen. Gesundheit ist nur eins davon.
Wir werden gleich noch ein anderes kennenlernen, die Suche nach Intensität, nämlich Dewey ist in der Meinung, dass die Einführung des Experimentes als einer selbstkritischen Instanz, also des Experimentes, das anders ausgehen könnte als erwartet, eine spezifische Errungenschaft der historischen Epoche der zweiten Aufklärung, also im 17. Jahrhundert, ist die erste Aufklärung, als erste Aufklärung bezeichnet man die Zeit, in der Sokrates gelebt hat, wo das Argument in Politik und Ethik eine gewisse Relevanz gegenüber der Konvention erhalten hat. Und er ist der Meinung, dass die moderne Naturwissenschaft, die experimentell verfährt, sich zur antiken Naturwissenschaft von Archimedes beispielsweise, auf den sich ja Galilei bezogen hat, dadurch unterscheidet, dass in der antiken Naturwissenschaft das Experiment als selbstkritische Institution eben noch nicht etabliert war. Da haben die Leute zwar experimentiert, aber es gehörte nicht zu ihrem Wissenschaftsverständnis zu experimentieren. Während die Vorstellung, dass die Wissenschaft ein vernünftiges Projekt ist und dass sie vernünftig ist, weil sie selbstkritisch ist, ganz wesentlich daran hängt, dass das Experiment, das anders ausgehen kann, als man es erwartet, als Institution akzeptiert wird. In diesem Zusammenhang kann man eine gewisse Parallelisierung zwischen der Institutionalisierung der Gewaltenteilung im politischen Bereich, in Legislative, Exekutive und Jurisdiktion, wo es auch so etwas wie bedeutungsstiftende, Bedeutung ausführende und Bedeutung überprüfende Instanzen gibt, die sich gegenseitig kritisieren können. Also die Jurisdiktion kann die Legislative und die Exekutive kritisieren, dass sie bestimmte Bedeutungszusammenhänge nicht richtig gesehen hat. Diese Gewaltenteilung im politischen Bereich macht eine Selbstkorrektur von politischen Systemen möglich. Und man braucht diese drei Gewalten als Institutionen, damit diese Selbstkritik möglich ist. Und genau das Ähnliches, etwas Ähnliches könnte man in der Wissenschaft annehmen, dass durch die Trennung von Theorie, Experiment und Lebenserfahrung eine gegenseitige Kritik dieser verschiedenen Instanzen möglich wird, dass theoretische Bedeutungszusammenhänge, die experimentell nicht aufführbar oder überprüfbar sind, eben als rein spekulativ beiseite getan werden. Die mögen vielleicht plausibel sein, aber man nimmt sie nicht so ernst und nicht weiter wichtig, weil eine Aufführung oder Validierung nicht möglich ist. Mir kommt es als Außenseiter so vor, als wäre das ein Umgang mit der Superstring-Theorie beispielsweise, dass man sagt, ja, das ist vielleicht mathematisch irgendwie ganz toll, aber weil die Dinger so klein sind, ist es relativ unwahrscheinlich, dass wir da jemals etwas aufführen werden können, in dem diese Gebilde eine Rolle spielen. Und Experimente, die zwar auf eine bestimmte Theorie aufführen, aber die nicht zu einer Veränderung der Lebenserfahrung führen, sind irrelevant. Das ist natürlich etwas, wo man manchmal lange warten muss, bis es eine in der Lebenserfahrung sichtbare Folge von experimentell validierten Theorien gibt. Das Beispiel, was in der Wissenschaftsphilosophie da immer benutzt wird, ist die Relevanz der Relativitätstheorie für das GPS-System. Also da denkt man, das ist eine Theorie, die irgendwie ganz abgehoben ist und gar keine Relevanz für das Leben haben könnte. Und wenn es Quantencomputer gibt, dann hat man natürlich auch eine unglaubliche Lebensrelevanz von einer Theorie, die man für sehr abgehoben gehalten hat, wenn diese Computer genutzt werden. Ich würde heute sagen, dass die Experimente, die ich selbst mal gemacht habe mit Mäusen, völlig lebensirrelevant geworden sind, weil sie auf die menschliche Lebensrealität nicht übertragbar sind, weil auch der Stressbegriff und die Lernvorstellungen, die man auf Menschen anwendet, auf diese sehr idealisierten Maussysteme nicht übertragbar sind. Also oft gibt es in der Biologie Experimente, die im Tiermodell bei Drosophila oder der Maus funktionieren und bei der dann wenn man voreilig Schlüsse auf den Menschen gezogen hat und dadurch sie relevant machen wollte und da hat sich im Nachhinein herausgestellt, dass die Übertragbarkeit nicht gegeben ist und dass sie deshalb irrelevanter sind als behauptet.
Dieses Verhältnis von Theorie, Experiment und technischem Eingriff in der Lebenserfahrung ist etwas, was für Dewey für das aufgeklärte Verständnis von Experimentieren zusammengehört. Also Theorien, die nicht aufführbar oder validierbar sind, werden als rein spekulative beiseite getan und validierte Theorien, die keine technische Anwendung zeigen, werden als weitgehend irrelevant beiseite getan. Deshalb haben Philosophen und Mathematiker immer darunter zu leiden, dass ihnen gesagt wird, das, was sie machen, ist rein spekulativ oder irrelevant, weil sie eben mit Experimenten und Technik zu tun haben. Aber ich habe mich da inzwischen dran gewöhnt. Die Etablierung von Experimenten als Institutionen, die etwas Unerwartetes erzeugen, hat nach Dewey nicht nur damit zu tun, dass man das Falsche ausschließen möchte und nach der Wahrheit irgendwie als etwas Asymptotischen vielleicht, das würde Dewey nicht sagen, aber das hat Popper mal gesagt, in der Folge dieses Pragmatismus strebt, sondern Dewey ist der Meinung, dass kein gesellschaftliches System, also auch ein politisches System, ein moralisches System, sich einfach nur reproduzieren kann, indem es die Gewohnheitsmuster, aus denen es besteht, und Begriffe sind für Dewey so etwas wie Gewohnheitsmuster, einfach nur reproduziert. Also ein politisches System, ein soziales System geht nach Dewey zugrunde, wenn es sich nur reproduktiv verhält. Was in diesem Zusammenhang eben eine Rolle spielt, ist die Vorstellung, dass wir in unserem Leben nach Intensität streben, nach intensiver Erfahrung, und dass es bei der Reproduktion von Gewohnheitsmustern so etwas wie Ermüdungsprozesse gibt. Da hat ein anderer Theoretiker, der in dem gleichen Kunstkreis tätig war, Alfred North Whitehead, eine eigene Theorie der Vernunft entwickelt, in der der Begriff der Fatigue, der Ermüdung, eine ganz wesentliche Rolle spielt. Also Vernunft hat in dieser Theorie nicht nur etwas damit zu tun, dass man widerspruchsfrei vorgeht, sondern dass man das Leben verbessert, indem man Ermüdungsprozesse vermeidet. Nach Experimenten, die Unerwartetes zeigen, wird deshalb auch gesucht, jetzt ganz platt gesagt, damit es aufregender zugeht. Man sucht nach neuen Daten, weil man einfach gelangweilt ist von den Theorien und den Daten, die man hat. Man mag die Begrifflichkeit, mit der man 30, 40 Jahre operiert hat, nicht mehr. Und die Art und Weise, wie Esslinger muss das sagen, wie das gewesen ist, als man das Higgs-Boson gefunden hat, ob man sich gefreut oder geärgert hat, dass das Standardmodell bestätigt wurde. Es gibt sicher viele Physiker, die hoffen, dass das irgendwann mal vorbei ist mit dem Standardmodell, weil es sie langweilt. Und die Bestätigung nicht unbedingt als etwas ansehen, was ein wissenschaftlicher Erfolg ist, die aber auch die Falsifizierung nicht unbedingt als etwas ansehen, was einfach nur im Sinne der Wahrheitssuche wünschenswert ist, sondern was deshalb wünschenswert ist, weil sich plötzlich neue Erfahrungen auftun und weil sich plötzlich die Möglichkeit einer neuen Begriffsbildung bietet. Das heißt, sich vernünftig auf Selbstkritik zu fabrizieren, hat damit zu tun, dass man Ermüdungserscheinungen vermeiden möchte. Das ist nach Dewey ein wesentlicher Aspekt der Selbstkritik. Ja, soweit erstmal. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. So, wir haben jetzt noch Zeit, auch darüber ins Gespräch zu kommen. Selbstkritisch, aber nicht gelangweilt. Wer möchte beginnen? Ja. Sollte man nicht einen Unterschied machen zwischen dem Erweitern einer Theorie und dem Falsifizieren? Also Newton ist ja nicht falsch, aber er ist unvollständig. Das ist doch ein wichtiger Unterschied, oder? Das hängt damit davon ab, wie ernst Sie den Generalitätsanspruch von Newton nehmen. Also wenn Sie sagen, er selbst und seine Anhänger haben behauptet, die Bewegungsgesetze gelten universal, dann ist er falsch. Wenn Sie sagen, ja, ich kann ja den Newton aus dem Einstein ableiten und für bestimmte,
für geringe Geschwindigkeiten ist das alles noch korrekt und die Leute lernen das ja heute auch noch, dann gilt Newton halt unter bestimmten Randbedingungen. Und beides kann man vertreten. Nicht? Also das, wenn Sie den historischen Newton anschauen, dann ist er natürlich mit einer gewissen Großmäuligkeit aufgetreten und hat gesagt, dass das die universalen Gesetze sind. Und seine Anhänger haben ihn gefeiert, dass die Natur sich selbst erkennen wollte und deshalb Newton geschaffen haben und sowas. Und dann ist natürlich Einstein irgendwie nicht so, das ist ein Schlag ins Kontor gewesen. Nicht? Aber ich würde Ihnen auch recht geben, also die ganze Inkommensurabilitätsdiskussion, dass man sagt, also Newton ist was ganz anderes als Einstein, die Raumzeitvorstellungen von Newton sind ganz andere als die von Einstein, da gibt es keine Kontinuität, also die durch im Anschluss an den Paradigmenwechsel oder an die Vorstellung des Paradigmenwechsels von Kuhn gekommen sind, die halte ich auch nicht für besonders plausibel. Also ich denke auch, so wie Sie, da gibt es eine Kontinuität zwischen Newton und Einstein und Scheibe hat das beschrieben, dass je weiter die Wissenschaften fortschreiten, umso mehr finden sie über die kontingenten Bedingungen, unter denen ihre Theorien gelten, heraus und hat das mit einem Netz verglichen. Also dass die ganz alten Theorien sind quasi ein Netz, was nur 3-4 Knoten hat und dann entsprechend große Löcher und da können sie nur sehr dicke Fische mitfangen. Nicht? Also mit Aristoteles können sie nur, ich weiß nicht, Haie fangen. Ja? Und je besser die Theorien werden, umso mehr wird der Geltungsbereich der Theorien, die man bisher für die einzig wahren gehalten hat, eingeschränkt. Es werden immer mehr Knoten geknüpft, das heißt, das Netz wird immer feinmaschiger. Das heißt, die Menge an Einsichten in kontingente Bedingungen nimmt zu, aber die Erklärungskraft steigt. Das heißt, je eingeschränkter der Geltungsbereich ihrer Theorien ist, umso stärker wird ihre Erklärungskraft, sodass das Netz quasi immer feinmaschiger wird, aber die Anzahl an kontingenten Bedingungen, unter denen die Theorien gelten, immer mehr werden. Der Universitätsanspruch wird besonders zurückgefahren, aber die Erklärungskraft steigt. Das ist, glaube ich, ein ganz gutes Bild, um beispielsweise das Verhältnis von Newton und Einstein zu beschreiben. Also ich kannte Dewey nicht, deswegen war das für mich auch sehr interessant und sehr neu. Nun haben Sie Dewey oft so wiedergegeben, so affirmativ wiedergegeben und auch adaptiv auf Ihre eigene Laborerfahrung wiedergegeben, dass ich nicht genau weiß, ob ich jetzt Dewey frage oder Sie frage. Wenn ich nochmal hinterfrage, diese Relevanz der Erfahrung. Lebenserfahrung, dankeschön. Genau. Also, welchen Stellenwert hat das und hätte das quasi auch für Sie, wenn Sie das hinterfragen oder auch nochmal, wenn Sie an Ihre Mausexperimente denken, hatten Sie damals denn tatsächlich so eine solche Irrelevanz für eine mögliche Übertragbarkeit auf Lebensprozesse, auf Lebenserfahrung? Also ist es quasi nicht einfach nur eine geänderte Sichtweise aufgrund geänderter Theorien drumherum. Also in dem Moment, als Sie sie unternommen haben, die Mausexperimente, werden Sie dann ja wahrscheinlich diese mögliche Dimension ja berücksichtigt haben. Dass im Nachhinein das ist völlig richtig. Also es gibt sicher Experimente, oder ich glaube, in der Biologie macht man die meisten Experimente, weil man glaubt, sie haben eine Relevanz für unsere Lebenserfahrung. In der Physik bin ich mir nicht so sicher, aber weil sie da, weil inzwischen im Wettbewerb der Wissenschaften Public Relations ziemlich wichtig ist, übertreiben sie die Relevanz für die Lebenserfahrung enorm. Das heißt auch, wenn sie, ich habe jedenfalls, also solange ich da, das war ja nur kurz, da im biologischen Labor gewesen bin, nicht gehört, dass jemand öffentlich sagte, wir gucken mal, wie das mit den Mäusen ist. Wir wissen aber nicht, ob das auf den Menschen übertragbar ist. Es wurde davon ausgegangen, Mäuse haben Hypothalamus, Menschen haben Hypothalamus. Mäuse stehen unter Stress, Menschen stehen unter Stress. Mäuse lernen, Menschen lernen. Also Mäuse haben Gene, deren Hypothalamus determinieren und Menschen haben Gene, deren Hypothalamus determinieren. Deshalb wird das übertragbar sein. Aber weil wir bei Menschen nicht den Hypothalamus, nachdem wir was gelernt haben, aufschneiden können und die Synapsen zählen können, müssen wir es halt an Mäusen machen. De facto wird es übertragbar sein. Und das wurde auch ganz anthropomorph beschrieben. Die mit wenig Synapsen, die schlecht lernten, weil sie nicht unter Stress gerieten, waren die Stumpfsinnigen. Die mit vielen Synapsen, die so unter Stress gerieten, dass sie gar kein exploratives Verhalten mehr zeigten, waren die sensiblen Genies. Und die anderen waren halt die Fitten, die gut lernen konnten. Das war der Schnack im Labor da, nicht? Dass das dann alles irgendwie dass Menschen nicht in einer Shuttlebox Elektroschocks kriegen, um was zu lernen, dass eine menschliche Lernsituation ja irgendwie eine ganz andere ist,
wurde dann halt ausgeblendet heute ist diese Vorstellung eines neurogenetischen Determinismus des Lernverhaltens ja sowieso nicht mehr so vorhanden, wie das am Anfang der 80er Jahre noch der Fall war. Insofern würde ich Ihnen recht geben, das ist aufgrund des Theoriewandels hat sich herausgestellt, dass die Übertragbarkeit auf die Lebenserfahrung viel geringer ist, als man ursprünglich dachte. Nachfrage, aber wenn die Lebenserfahrung ein so wankendes Ding ist, weil es sich quasi auch von den Theorien, Umgebung und Mode und so weiter so abhängig ist, ist denn dann Lebenserfahrung tatsächlich ein so relevantes Element innerhalb dieser Konstruktion, die Sie uns vorgestellt haben? Aus Theorie? Also wenn Lebenserfahrung nichts Konstantes oder Verlässliches oder feste Größe ist, brauche ich die für das Modell überhaupt? Ja, eine feste Größe ist sie sicherlich nicht. Also zu Dewey's Zeiten beispielsweise gab es eine Lebenserfahrung mit der Klimaerwärmung, wenn ich das richtig sehe, 1920, 30. Insofern war das kein möglicher Bezug. Ich denke, dass heute alle möglichen Wissenschaften mit Bezug auf diese Klimaerwärmung ihre Experimente auch betreiben können. Das Physik, Chemie, Biologie, alle möglichen Leute sagen, ja, hat das nicht auch eventuell eine technische Konsequenz dafür, da verstehen wir was besser und so nicht. Also da haben Sie völlig recht, das ändert sich dauernd, diese Lebenserfahrungsbasis. Deshalb kann man ja auch nicht wissen, ob eine Theorie, die man für völlig spekulativ und irrelevant hält, nicht doch irgendwann mal relevant wird. Deshalb sagen ja auch die Leute im CERN, das wird schon, da wird schon was ausspringen für die Lebenserfahrung, nicht ein Computerprogramm, Material oder sowas. Was mich schon ein bisschen irritiert, ist jetzt, also jetzt eigentlich, für mich sind es zwei Beispiele. Einmal hier dieses Stress und Lernen, und dann das andere war im vorigen Vortrag mit dem Schlafen und Lernen, und ich habe das Gefühl, es wird beide Gedanken habe ich schon öfters gelesen in irgendeinen anderen Zusammenhängen, dass das aufgegriffen wird von anderen Wissenschaften oder so und dann lebt es fröhlich weiter. Selbst wenn vielleicht irgendwann in den eigentlichen Wissenschaften, dort wo das vielleicht die Thesen oder die Erkenntnisse diskutiert wurden, dann schon längst über den Haufen geworfen wird, aber fröhlich lebt der Gedanke weiter. Das ist ein bisschen erschreckend für mich. Das ist erschreckend, ja. Es gibt so etwas, das wird auch wissenschaftsphilosophisch erforscht, wie Mythenbildung in aufgeklärten, durch Wissenschaft und Technik bestimmten Gesellschaften, wo Hypothesen, die in außerwissenschaftlichen Kreisen eine gewisse Plausibilität haben, als wissenschaftlich nachgewiesen weiter kolportiert werden, selbst wenn sie widerlegt worden sind. Das ist so. Ja, ja. In Wissenschaften auch, glaube ich. Also da, als ich diese Experimente gemacht habe, war das eine Hypothese, dass quasi es eine Relation zwischen Stressverarbeitungsfähigkeit und Lernerfolg gibt. Ja, und diese Hypothese sollte getestet werden. Die waren da ganz redlich, nicht? Was ein bisschen eine Übertreibung war, wenn wir da an der Mäuse eine Korrelation finden, dann können wir daraus Konsequenzen für die Pädagogik ziehen, wie wir den Unterricht gestalten. Ja, aber in der Pädagogik lebt es fröhlich weiter. Ist das so? Ja, ist mein Gefühl. Ich bin natürlich kein Pädagoge, aber man liest halt, wenn man Kinder hat, liest man, wenn man irgendwas über sowas liest, dann liest man das halt mal. Aha, interessant. Und jetzt plötzlich weiß ich, woher das alles kommt, was man so liest. Diese Frage stellt natürlich meine ganze Erziehung in Frage. Also zum Schlaf kann ich sagen, ich habe mit der Live einen Beitrag vor ein paar Wochen. Uni Zürich, Schlaflabor war ein Beitrag. Ja. Und aus den USA gab es noch ein neues Buch 2017. Und da gibt es im Moment noch keinen Widerspruch. Im Gegenteil, Schlafen und Lernen zementiert sich immer stärker. Das kann natürlich trotzdem falsch sein. Ja, ja, genau. Aber es sind so, ja, es ist ein bisschen fast wie bei dem, auch bei dem, was man essen soll. Das ändert sich auch alle. Ja, ja, ja. Ja, ja. Jahre. Ja. Das ist natürlich ein Problem, dass, wenn Dewey sagt, die Wissenschaft sollte eine Relevanz in der Lebenserfahrung haben, setzt das, und das, wenn ich Sie richtig verstehe, ziehen Sie gerade in Zweifel, setzt das voraus, dass wissenschaftliche Erkenntnis im außerwissenschaftlichen Bereich durchsetzungsfähig sind. Und das ist natürlich ein politisches, ein Aufklärungsproblem, was sehr schwierig ist und was Dewey nicht genug reflektiert hat. Also wie man
Alltagsmythen ausrottet und wissenschaftliche Erkenntnisse an die Stelle von Alltagsmythen setzt, ist ein großes Problem. Ich weiß nicht, ob man das mit diesen Science City Veranstaltungen, die wir machen und so, ob das ausreicht dafür. Also ich glaube, es kann aufgeklärte Wissenschaft in einer Gesellschaft stattfinden, die selbst gar nicht aufgeklärt ist. Und gegenwärtig ist das, finde ich, steigt der nicht aufgeklärte Anteil der Gesellschaft ja gerade wieder an. Habe ich den Eindruck, also sich falsifizieren lassen zu wollen, ist etwas, was nicht unbedingt viele Menschen gerne haben. Hatten Menschen vielleicht überhaupt nie besonders gerne, aber dass man sagt, so eigentlich gut, intensiviert mein Leben, erfahre ich was Neues, muss neue Begriffe bilden oder so. Man hat ja gegenwärtig, das sprachen Sie ja auch an, den Eindruck, dass die Suche nach Bestätigung und auch die Suche nach Bestätigung von Mythen im Moment ein viel größeres Bedürfnis ist. Und dann ist es natürlich sehr schwierig, wissenschaftliche Erkenntnis auf die Alltagserfahrung anzuwenden, weil sie sich dann dagegen stemmen. Gerade das, was auch von Ihnen als Vorzug beschrieben wurde, dass eine kritische Überprüfung möglich ist, wird halt von der Öffentlichkeit, also ich habe eine Kollegin, die forscht in der Ernährungswissenschaft dazu, warum das nicht funktioniert, die Ergebnisse aus diesem Bereich, die wissenschaftlichen Ergebnisse, gegen die Riesenmasse an Lifestyle-Informationen zu setzen. Mhm. Und das wird, das deutet zumindest darauf hin, dass es daran liegt, dass gerade die Endnutzer des wissenschaftlichen eben eine Validität erwarten, die der Wissenschaftler gar nicht als Qualität begreifen kann. Mhm, Beispiel. Ja, also es gibt da immer noch das Herumgassen von absoluter Gewissheit. Und wenn es nicht absolut gewiss ist, dann brauchen wir es gar nicht in der Lebenserfahrung anzuwenden, weil es ja auch falsch sein könnte. Das ist das eine. Das andere ist das Problem, dass damit Sie sich daran freuen können, dass Ihr Begriffssystem ins Wanken gerät, müssen Sie Erfahrung mit der Intensität von neuen Erkenntnissen gemacht haben. Und wenn Sie das nicht gemacht haben, dann betrachten Sie die Infragestellung Ihres eigenen Begriffssystems natürlich als eine Bedrohung. Und da sind quasi die Mentalitäten von Wissenschaftlern ganz anders als die Mentalitäten von Nichtwissenschaftlern. Und das hat, glaube ich, etwas mit Bildungsprozessen zu tun, dass man erleben muss, wie gut es ist, wenn man plötzlich sich neue Begriffe aneignen muss, wie aufregend das ist. Das setzt du ja einfach voraus, dass es für alle Menschen aufregend ist. Das ist vielleicht. Das ist ja vielleicht auch auf die falsche Weise. Ja. Und ich glaube, dass der erste Punkt, das, was Sie zuerst genannt haben, dass das, wenn es sich verschärft, also wenn man sagt, die Wissenschaft kann ja keine absolute Gewissheit produzieren und deshalb brauchen wir sie gar nicht zu berücksichtigen in unserer Lebenserfahrung, zu einer Erosion des Vertrauens in Wissenschaft geführt hat, die jetzt enorm geworden ist. Wenn man den abwegigen Maßstab der absoluten Gewissheit verlangt, dann braucht man keinem Wissenschaftler mehr zu vertrauen. Ja, aber umgekehrt ist es auch eine Krise der Wissenschaft, die wirklich existiert, oder? Was verlässliches Wissen ist, wenn Sie die Publikationen von heute anschauen, von diesem Tag, wie Ihre Schätzung ist, wie tief und dem zuverlässig ist, dass es in 10 Jahren noch gibt. Meine ist ziemlich tief, denn ich habe mich damit auch ein bisschen befasst und natürlich ausgedient. Aber es hat natürlich eine Substanz, dass unser Bild von, wir haben so viel etabliertes Wissen und jetzt machen wir einen schönen Quantensprung und haben dann ein schönes neues Bild, dass das da wieder integriert werden kann und sowieso sich bestätigt, das ist vielleicht nicht ganz mehr die Realität, sondern dass so viel produziert wird, was an Fragestellungen nicht sehr relevant ist und an Sicherung überhaupt nicht abgesichert wird, weil wir Innovation betreiben müssen und nicht so langweilige Reproduktion. Das ist, glaube ich, etwas, was wir sehr ernst nehmen müssten und vielleicht ist auch unser Bild eben von nicht mehr ganz der heutigen Realität entspricht. Aber nur eine Glaube. Also es mag sein, da bin ich wissenschaftshistorisch nicht genug informiert, dass es da eine Korrelation zwischen nicht reproduzierbaren, aber publizierten Ergebnissen, Anzahl an tätigen Wissenschaftlern und Zeitspanne der Förderung gibt. Das wird ja immer behauptet, dass wenn ganz viele in ganz kurzen Zeitstrecken forschen, dass dann die Menge an falschen Ergebnissen zunimmt. Aber
wenn Sie die erste Ausgabe der Encyclopædia Britannica und die völlig ernst gemeinten Berichte über das Aussehen und Verhalten der Seeschlangen in der Tiefsee nachlesen und was da noch so alles steht, war im 17. Jahrhundert die Wissenschaft auch nicht nur reproduzierbares Wissen, sondern da geisterten auch alle möglichen Mythen und als nachgewiesene Theorien behauptete Spekulationen in solchen Nachschlagewerken herum. Nicht? Dann müssen wir auch viel Verständnis dafür haben, dass die Leute uns nicht glauben. Also ich denke, das finde ich ist das Geniale an Dewey, dass er quasi diese politische Situation, wenn man sagt, wir leben in einer Gesellschaft, die ist ungerecht. Ja? Und solange wir in einer ungerechten Gesellschaft leben, brauchen wir eigentlich gar keine politischen Steuerungsinstrumente. Wenn Sie den und Gewaltenteilung ist ein Mittel, quasi dauernd zu justieren und mit der Ungerechtigkeit und dem Nichterreichen von gesellschaftlichen Zielen umzugehen. Und das ist gut. Wenn Sie das nicht haben, dann haben Sie keine Justierungsmöglichkeiten. Genauso können Sie sagen, wir leben in einem Wissenschaftssystem, das nicht absolute Gewissheit erzeugt. Und es wird es auch nie geben. Aber wir brauchen Theorien und Experimente und technische Anwendungen und die müssen sich gegenseitig justieren, weil das die einzige Möglichkeit ist, in der sich dieses System verbessern kann. Und wenn Sie immer den absoluten Maßstab an das System herantragen und sagen, deshalb bin ich misstrauisch, ja, dann können Sie gleich alle Politiker in die Tonne treten und alle Wissenschaftler. Ja, sagen, ihr macht ja nicht das, was ihr machen sollt. Ihr sollt Gerechtigkeit und Gewissheit herstellen. Tut ihr aber nicht, also seid ihr unfähig. Man soll die Wissenschaft aufhören, sondern vielleicht ist die eine von den drei Gewalten nicht mehr genau mächtig genug. Welche meinen Sie? Die Überprüfung, die Validierung ist wohl in der Wissenschaft nicht mehr mächtig genug. Das ist viel mehr, wenn man die Justiz zurückfährt auf 10% von dem, was sie sein sollte. Es gibt auch Leute, die sagen, die Datenmenge ist so groß, dass die Theorieseite zu schwach geworden ist. Es werden keine starken Theorien mehr hervorgebracht. Das höre ich auch immer wieder. Nicht? Also schwierig zu sagen, woran es liegt. Nicht? Diskussion wert. Ich habe noch eine Frage, wie Sie dazu kommen, dass die Vernunft, die wissenschaftliche Vernunft, so selbstverständlich übertragen wird auf gesellschaftliche Verhältnisse oder Lebenszustände. Also weil Sie hier eigentlich indirekt argumentieren, dass Experimente dazu dienen, Störungen der Denk- und Handlungsgewohnheiten zu ermöglichen. Das verstehe ich im vernünftigen Zusammenhang der Forschung. Aber im Zusammenhang von Lebensverhältnissen habe ich da meine Skepsis. Mhm. Wenn ich mich an einen anderen Text von Ihnen erinnere, da schreiben Sie, wenn ich mich richtig erinnere, da geht es um Unterscheidungsgewohnheiten, die ständig, kann man sagen, initiiert werden, um gewisse Prozesse der Kompetenz oder des Wissenszuwachses zu ermöglichen. Meines Wissens, auch dort sind sowohl wissenschaftliche, philosophische wie Lebensumstände gemeint, wenn ich das richtig im Kopf habe, aber dort argumentieren sie nicht mit der Vernunft. Und hier sind die Vernunftszusammenhänge so stark. Jetzt meine Frage ist, kann man das als Übertragung machen von wissenschaftlichen Verhältnissen, in denen die Vernunft Leitmotiv da ist und von Lebensverhältnissen. Kommt das von Dewey? Ja, das ist quasi eine Kombination aus Dewey und Whitehead. Also Whitehead hat in dieser Vorlesung von 1929, The Function of Reason, benutzt er zwei Gestalten der Vernunft. Das eine ist Platon und das andere ist Odysseus. Odysseus ist vernünftig, weil er mit allen Mitteln versucht, ein ihm vorgegebenes Ziel zurück nach Ithaka zu Penelope zu erreichen. Und das wird dann manchmal auch als Zweckrationalität bezeichnet. Und die platonische Vernunft, die fragt, was ist das gute Leben, sucht erst nach einem Ziel. Und er meint, gute Wissenschaft hat mit beidem zu tun. Gute Wissenschaft sucht nach den richtigen Mitteln zu vorgegebenen Zwecken. Sie sucht aber auch dauernd neue Erkenntnisziele. Und wenn man neue Erkenntnisziele sucht, wird es eigentlich erst richtig aufregend. Also kurioserweise ist die platonische Gestalt der Vernunft in diesem Fall die aufregendere als die odysseische, obwohl Odysseus in einem Abenteuerroman vorkommt und Platon in Long-Winded Dialogues geschrieben hat.
Und ich finde, da ist was dran. Also man kann natürlich sagen, die Suche nach neuen Zielen, dass der Versuch, Ermüdung zu verhindern, ist was Irrationales, das hat was mit Affekten zu tun, das ist eigentlich nicht vernünftig. Aber ich finde, diese Ausgrenzung der Angst vor der Ermüdung als etwas Irrationalem eigentlich nicht richtig. Sie macht jedenfalls dann den ganzen Umsturzprozess, der in der Wissenschaft ja stattfindet, auch zu etwas Irrationalem. Also dass man permanent nach neuen Theorien sucht, nach neuen Begrifflichkeiten und zwar nicht einfach, weil ein Experiment aufgetreten ist, das mich dazu zwingt, sondern ich versuche, ein Experiment aufzugleisen, das den ganzen Laden umstürzt. Das ist dann das tollste Experiment. Ja. Das ist nichts Irrationales, sondern das ist etwas, quasi, was dauernd tickt in uns, nicht? Die Ermüdung zu vermeiden, die Langeweile zu vermeiden. Aber Sie haben natürlich recht, man kann das auch anders nennen. Es gibt ja kein Copyright auf den Begriff Vernunft. Ich denke sicherlich, das ist sogar einer der wichtigsten Punkte in der Wissenschaft, insbesondere in der Grundlagenforschung, dass die Dinge im Moment, wo man den Eindruck hat, dass sich etwas um sich selber dreht, dann nichts wie weg und weiter. Also ich meine, entweder hat es eine Anwendung, vielleicht dann diese gesellschaftliche Relevanz, oder ansonsten mache ich was anderes. Ja, weil sonst ist es sinnlos. Sich zu erfreuen an dem, was man weiß. Ja, man könnte ja sagen, jetzt haben wir Gewissheit, nicht? Also eigentlich. Ja, nochmal noch mehr Gewissheit und noch mehr. Ja, ja. Aber Sie würden nicht sagen, dass das jetzt bloß weg da was Unvernünftiges ist, nicht? Nein, absolut vernünftig, ja, finde ich. Ja. Ja, stimme ich völlig zu. Ich habe auch selber drei kleine Fragen, zum Teil Verständnisfragen. Also eine war, dass Messgeräte oder auch Technik, also das technische Ding im Gegensatz zum technischen nennt, oder dass das Bedeutungsträger sind. Mhm. Warum? Also die tragen zur Bedeutung bei. Insofern könnte man Bedeutungsträger sehr metaphorisch verwenden. Aber damit ist ja mehr gemeint. Also ich meine nicht das Messgerät jetzt, oder? Naja, irgendwelche technischen Geschichten, die wir in einem konkreten Experiment anwenden. Die sollen, so hatte ich das verwendet, so hatte ich das verstanden, Bedeutungsträger sein. Warum wird das so genannt? Also ich jetzt ungefähr so wie, als wenn ich sagen würde, das Tor im Fußball ist ein Mitspieler. Also es gehört zum Spiel, ja, Fußball ohne Tore gibt es nicht. Torlose Spiele, aber das Tor gibt, ohne das kann das Spiel nicht stattfinden. Das heißt aber nicht, dass es ein Mitspieler ist. Ich glaube, das ist so eine ähnliche Verwechslung von Zutragen zu einer Bedeutung, damit da überhaupt eine Bedeutung ist, bei einem Experiment zu Gerätschaften, Technik ist selber ein Bedeutungsträger. Also es geht nicht um Bedeutung im Sinne von Relevanz, sondern um semantische Bedeutung. Genau, und die Vorstellung ist, dass wenn ich ein Gerät habe, auf dem eine Skala ist, und da steht auch so und so viel Volt oder so und so viel Ampere, dann ist das wie ein Wort, ist da quasi, nur wird der Begriff dann auch noch graduiert, wenn bei der Zeige aus, beim Zeigerausschlag. Auf dem Papier schreibe ich dann eben 3 Volt und da schlägt der Zeiger aus. Aber letztlich ist der Zeigerausschlag auf der Skala dasselbe, wie das 3 Volt auf dem Papier geschrieben haben. Das Interessante ist nur, dass das Papier nicht mit irgendeinem Material verkoppelt ist. Also Skalen haben dann sozusagen eine Semantik. Skalen instanzieren Begriffe, natürlich, graduierbare Begriffe. Also jede Waage instanziert Begriffe. Nicht? Wenn Sie die Begrifflichkeit nicht kennen, dann können Sie es irgendwie als ein Kunstwerk betrachten. Aber ich habe das anders interpretiert. Ich habe natürlich gedacht an unsere synthetischen Systeme. Ich habe wunderbar gedacht, ja genau, das Technische, weil die synthetischen Systeme sind eigentlich technisch hergestellte Systeme, die wir aber nicht wissen, was für Eigenschaften und Funktionalität die haben werden. Insofern sind die natürlich komplett Teil des Experiments. Da ist die Technik ganz, ganz entscheidender Teil. Wir wissen halt nicht, was so technische Quantensysteme, wie die sich verhalten werden. Eine andere Frage wäre, warum dieses Überraschungseffekt mit dieser anthropologischen Annahme, dass wir sozusagen Aufregung brauchen und sozusagen der Fatigue und der Bestätigung oder der Verstetigung aus dem Weg.
müssen, warum das an das Experiment gekoppelt wird, an diesen Begriff, dass das Experiment ist, da würde man ja eher was an, also andere Begriffe oder Register vermuten, oder? Also es ist sozusagen, wenn man jetzt die pharmakistische Tradition weitergeht, dann kommt man irgendwann ja zu Rorty und Rorty sagt, ja, also wir können mit uns selbst experimentieren, indem wir uns einfach neue Vokabulare zuspielen, wie er das nennt. Und dann sozusagen mal uns psychoanalytisch beschreiben und dann mal durchs Neue Testament und dann mal durch Madame Bovary und so weiter und so fort. Wir tauschen das irgendwie aus. Das sind ja, also das ist eine sehr weite Form von Experiment, ja. Während das Experiment sozusagen ja eigentlich auf eher konservativere Dinge aus ist, oder? Also wenn ich sage, ja, ich hoffe im Experiment A, so ist der A und B-Fall, ja, bei dir, dann hoffe ich, dass nicht A kommt, obwohl ich es wegen A gemacht habe, sondern dass B rauskommt. Mhm. Das ist dann das Überraschungselement. Ungefähr so, wenn ich in Flieger steige nach Hamburg und aber in Berlin rauskomme und das aber noch gut finde. Wäre doch spannend. Ja. Du beziehst diese die Hintergrundanthropologie ist, wir streben nach Intensität von Erfahrung. Ja. Und wir organisieren unsere Erfahrung unter anderem durch Gewohnheiten. Und wenn Sie die Erfahrung durch Gewohnheiten organisieren, nimmt die Intensität ab. Wenn Sie das erste Mal eine Erdbeere essen, ist es toll. Wenn Sie das zweite Mal essen, ist es auch nicht schlecht. Beim hundertsten Mal, ja, jetzt kenne ich das. Ja. Die Intensität der Erfahrung nimmt durch die Wiederholung ab. Und so Wein kann er ja bescheiden. Die Vorstellung ist jetzt, dass in allen Bereichen, im politischen, im ästhetischen, also wir machen Kunstwerke, um unsere Erfahrung zu intensivieren. Wir wollen neue Landschaften auf Gemälden sehen, wir wollen neue Musik hören, wir wollen neue Texte lesen. Ja? Und oft ist zwar gesagt worden, die Wissenschaft hat was Abenteuerliches, sie ist für die Leute, die es machen, aufregend. Und Dewey glaubt, er könnte erklären, warum das so ist. Das unerwartete Experiment ist also nicht wie bei Popper, quasi jetzt habe ich es dem Kollegen gezeigt und habe ihn falsifiziert, Ätschebätsch, sondern es führt bei mir selbst dazu, dass ich mich neu organisieren muss. Und das hat was Aufregendes. Ja? Das heißt, Wissen und wenn Sie das nicht kriegen, dann kommt es zum Umsturz. Also wenn eine Gesellschaft quasi dauernd reproduziert, semantisch in ihrem Gewohnheitssystem, gibt es eine Revolution. Wenn ein Wissenschaftssystem sich dauernd reproduziert und es nicht mehr aufregend ist, dann macht die nächste Generation der Schüler einfach nicht mehr mit, geht dann irgendwo anders hin. Ja. Und wenn es in der Kunst zu viel Epigonentum an einer Hochschule gibt, dann studieren die jungen Künstler da eben nicht mehr. Das ist irgendwie so ein anthropologischer Essentialismus, kann man sagen. Die Menschen streben nach intensiver Erfahrung. Stimmt das auch und so? Sollte man vielleicht mal empirisch überprüfen, habe ich nichts gegen. Aber es erklärt, warum man nach Experimenten, die unerwartet sind, streben kann. Nicht unbedingt wegen der Falsifizierung. Bei der Reise von Hamburg nach München oder von Zürich nach Berlin ist es natürlich nicht so, dass sie da nach Intensität streben, sondern sie streben nach Ortswechsel und sind beleidigt oder ärgerlich, wenn der Ortswechsel, den sie zweckrational angestrebt haben, nicht eintritt. Das heißt, wenn im zweckrationalen Zusammenhängen etwas passiert, was unerwartet ist, sind wir natürlich enttäuscht. Aber wir suchen nicht immer nur nach Mitteln zu Zwecken, sondern wir suchen auch nach neuen Zwecken, nach neuen Zielen. Mhm. Nur ein kleiner Zusatz, das mit dem Fliegen ist mir noch nicht gut genug definiert. Das ist nämlich die Frage, ob man Passagier oder Pilot ist. Und der Pilot möchte vielleicht endlich mal anders. Aber dann ist sozusagen die Selbstkritik ist sozusagen tatsächlich gewollt, doppeldeutig mich, das ist die Kritik der Selbst, also der einzelnen Person, aber auch die Selbstkritik der Wissenschaften. Und die Wissenschaft ist dann ein Modul, diese Selbstkritik im ersten Sinne zu vollführen, weil wir uns neu, wie Sie sagen, arrangieren müssen mit den hoffentlich überraschenden Dingen. Es ist eine grundsätzliche Umdeutung der Wissenschaft. Das sieht man vielleicht auf den ersten Blick nicht? Also Bis zu Dewey wurde meiner Ansicht nach, vielleicht hat Peirce das auch schon anders gesehen, bis, sagen wir 1880 wurde Wissenschaft als das Streben nach absoluter Gewissheit angesehen. Das ist das, was Menschen eigentlich haben wollen, ja. Sicherheit. Ja. Und vor diesem Hintergrund ist nicht erklärbar, warum es einen Umstoß nach dem anderen gibt. Und daraufhin hat Dewey gesagt, das ist das falsche Bild der Wissenschaft. Menschen streben nicht nach Gewissheit. Sie streben nach Intensität und deshalb wollen sie neue Theorien.
Das finde ich einfach, es ist, man kann sagen, es ist primitiv, aber es ist plausibel. Deshalb ist das Leben eines Wissenschaftlers ein ziemlich aufregendes. Nicht? Wenn er Glück hat, findet er was Neues. Eine Anmerkung auf, Frage, dieses Bild, das auch rein technische Anwendungen auch Wert haben für die Wissenschaft, das Beispiel war jetzt die Trockenlegung der Sümpfe. Ja. Wo würde ich es aus meiner Auffassung inhaltlich bestätigen? Ich fand jetzt aber gerade das Beispiel, was er gewählt hat, eben gerade nicht gut, weil Malaria heißt ja eigentlich schlechte Luft. Und da war vorher die Theorie, dass irgendwelche schlechten Dünste über Sümpfen die Krankheit auslösen. Wenn man den Sumpf trocken legt, dann kann das eine Bestätigung dafür sein, klar, die schlechte Luft ist weg. Und also da würde ich dann doch die Lanze brechen für eine differenzierte Überprüfung und Forschung, meinetwegen auch im Labor. Ja, also er sagt ja nicht, dass die Laborerfahrung durch die Lebenserfahrung ersetzt werden kann. Er sagt nur, dass die Erfahrung, die man sammelt, wenn man technische Ziele verfolgt, mit einem wissenschaftlichen Auge betrachtet, zu enormen Erkenntnissen führen kann. Also dass die Unterscheidung zwischen der sogenannten Grundlagenforschung und der angewandten Forschung eine nicht ganz angemessen ist, sondern dass, wenn die richtige Person auf die angewandte Forschung blickt, sie auf eine ganz fundamental neue Idee kommen kann. Und das geschieht bei ihm vor dem Hintergrund der Abwertung technischen Wissens. Also er ist der Meinung, dass die ganze europäische Hierarchie des Wissenssystems darauf aufbaut, dass man sagt, da gibt es das niedrigere Wissen, das ist zweckorientiert, das hat etwas mit Handwerkern zu tun, das ist praktisch und da gibt es das hohe Wissen. Das ist kontemplativ, da macht sich niemand die Hände schmutzig, das haben die Priester, das bezieht sich auf die Ewigkeit und das ist gewiss. Und das ganze Wissenssystem ist quasi auf die kontemplative Gewissheit bezogen, unser europäisches Wissenssystem, meint er. Und wenn Sie sagen, es gibt überhaupt keine absolute Gewissheit, dann sägen Sie natürlich an der Nobilität der Kontemplation. Dann sagen Sie ja, eigentlich streben wir nicht nach absoluter Gewissheit, sondern wir streben nach Neuheit. Wann kriegen wir Neuheit? Die kriegen wir nicht, wenn wir kontemplieren oder ganz selten, also mancher Mathematiker vielleicht. Aber wir kriegen Neuheit im Wissen, wenn wir uns die Hände schmutzig machen und in der Welt rumlaufen. Wer macht sich am meisten die Hände schmutzig und läuft in der Welt rum? Der Techniker. Das heißt, die Chance, auf Neuheit zu stoßen, ist gerade auf dem Bereich des technischen Wissens relativ groß. Und das Laborwissen und das technische Wissen sind da eben dicht beieinander. Ja? Also Sie müssen sich etwas aussetzen, was nicht in Ihrem Kopf schon vorhanden ist, um auf Neuheit zu stoßen. Und um quasi diese Bewertung des Wissenssystems, dass die kontemplative absolute Gewissheit ganz oben steht, die Grundlagenforschung der Mathematiker und theoretischen Physiker das Heilige ist, quasi, was irgendwann mal den Wissensdom abschließen wird und dann gibt es da die Ingenieure, die Brücken bauen und Computer programmieren und sowas. Das will er quasi umstülpen. Ja. Ich meine, es ist ja auch so, dass natürlich die Wissenschaft durch den technologischen Fortschritt enorm profitiert. Also durch Laser aus dem Konsumgüterbereich, natürlich die ganzen Computer, die Gaming-Computer und sowas. Die treiben alle die Wissenschaft voran. Das ist ja nicht nur eine Einbahnstraße. Verletzt. Darf ich mich entschuldigen? Ich muss ja probieren zu erwischen, sonst steht meine Frau im Abend im Schnee. Nach. Okay, ja, das ist ein schöner Schlusswort. Ganz herzlichen Dank an Herrn Hahn.